Jo Leute, willkommen zu einem weiteren Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass ihr wieder einen weiteren Tag mit mir verfolgt. Leute, ich kann nicht so schnell reden. Es ist ein weiterer wunderschöner Tag hier bei mir zu Hause. Alexa, wie viel Grad hat es draußen? In Konstanz beträgt die Temperatur momentan 27 Grad Celsius. Ja! Leute, es hat 27 Grad draußen, das heißt, es ist mega, mega, mega hot. Und Leute, wir haben einen Special Guest und ihr kennt ihn so nicht. Ihr habt ihn zwar schon oft gesehen, aber so wie er gerade in dem Zustand, wo er gerade ist, kennt ihr ihn nicht. Leute, darf ich euch präsentieren? Mr. Toastbrot! Gollum David. Das ist der liebe David und schaut euch mal seine Backe an. Du bläst gerade deine Backen nicht auf, ne? Oh. Der arme David hat einfach seine Weisheitszähne gezogen bekommen und das vor jetzt knapp einer Woche oder so, ne? Dienstag, ja. Vor so 5 Tagen oder so und seine Backe war einfach so monströs. Einblenden? Genau, ich blende euch hier mal kurz ein Bild ein. Alter, der arme David. Ich würde sagen, David, du hast dicke Backen. Oh. Wir haben gerade ein bisschen rumgerammelt, was wir denn als Video heute machen können. Und ich wollte eigentlich erst in den Baumarkt und vielleicht so ein Swimmingpool oder so kaufen. Ah, ich brauche noch Socken. Aber ich wollte schon mega, mega lange in den Ikea und deswegen fahren wir heute, ich meine natürlich ein unbekanntes, noch nie zuvor gesehenes Möbelgeschäft. Da fahren wir, wie gesagt, jetzt gleich hin, denn der liebe David hat ja jetzt auch ein Auto. Das erleichtert natürlich ganz schön viel. Zum Beispiel, dass ich nicht mehr bei meinen Eltern drum betteln muss, dass wir zum Ikea fahren, sondern dass ich einfach sagen kann, David, let's go to Ikea. Es gibt dann auch wieder ein kleines Segment, Driving with David. Das ist super, super geil bei euch angekommen und diesmal mache ich es ein bisschen anders. Diesmal habe ich euch nämlich auf Twitter gefragt, ob ihr ein paar Fragen an uns beide habt. Falls ihr bei solchen Q&As mal dabei sein wollt, dann würde ich euch sehr empfehlen, all meinen Social Medias zu folgen. Ich heiße überall @dieseOscar. Übrigens, Snapchat habe ich nicht, also @dieseOscar ist, glaube ich, nicht vergeben. Oder ich habe meinen Snapchat-Namen vergessen, keine Ahnung. Überall auf meinen ganzen Social Medias, Twitter, Instagram, heiße ich @dieseOscar. Folgt mir da auf jeden Fall. Denn dann könnt ihr solche tollen Opportunities wie das mit dem Q&A gar nicht mehr verpassen. Und die Fragen, die ihr dann eben an uns beide habt, die werde ich dann eben zusammen mit David im Auto beantworten. Und dazu muss ich mal noch ganz kurz in meinen Kameraschrank gucken. Das brauchen wir. Die GoPro darf natürlich auch nicht fehlen. Und das wäre es eigentlich schon. Leute, diese Halterung, die habe ich übrigens von meinem Vater geschnorrt und die ist richtig, richtig cool. Die hat hier nämlich solche Saugnäpfe, wie ihr sehen könnt, und damit kann man die wirklich an richtig viele Sachen drankleben. Und hier oben habe ich eben eine GoPro-Halterung dran gemacht, so dass ich da jetzt diese GoPro reinklemmen kann. Zack, und jetzt kann ich das überall dran befestigen. Und wie ich gerade erfahren habe, kriegen wir auch ein richtig, richtig nices Auto vom David. Also Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von... Kannst du so in die Kamera sagen? Driving with David. Lachen ist halt so anstrengend. Oh nein! Das sieht es mal so... Oh nein! Driving mit David. Yeah! Es ist so fucking heiß. Leute, heute mal aus der Perspektive, vorher waren wir hier, aber heute seht ihr mal mein Face ein bisschen größer. Heute sind wir auch mal in einem viel krasseren Auto unterwegs und zwar haben wir hier ein AMG. David, Alter, big moves. Nein, ist natürlich nicht sein Auto, aber wir sind mit diesem Auto unterwegs, weil es hat schon eine Plakette, beziehungsweise hat's. Ja. Ah, ich dachte gerade, ich habe gerade 16 gelesen. Ja, ich auch. Denn wir müssen für den Ikea in die Schweiz fahren und dieses Auto hat hier eine Plakette. Die Frage kommt zwar immer mal wieder auf, aber ich wohne nicht in der Schweiz, sondern sehr nah daneben. Und genau, jetzt... Let's go, oder? Leute, ich würde sagen, diesen Sommer noch irgendwann die Challenge auf Motorhaube Spiegelei braten. Lol. Kennt ihr das, wenn es so heiß ist, dass man Gänsehaut bekommt? Ein paar Sekunden später. So, jetzt wo wir alle Drogen in die Schweiz geschmuggelt haben, können wir auch mit dem Q&A anfangen. It's a joke, Leute. Es ist ein Witz, okay? Deutschland weiß man ja nie. It's true. Die erste Frage kommt von Jasper, das haben tatsächlich ein paar gefragt, Bock auf einen Roadtrip durch Deutschland? Ja, David, erzähl doch mal. Also gerade so Roadtrip bin ich so mega überzeugt, so, weil ich das sowieso schon ein bisschen vorhatte, bevor ich den Führerschein noch hatte, also halt mit Zug oder so. Ja. Aber jetzt so, seitdem ich den Führerschein habe, hat man halt so den Luxus, mit Führerschein durch Deutschland zu fahren und... Ich glaube, das wird schon sick. Ja, ich fände es auch übel geil, also ich hätte auch richtig Bock. Also eigentlich hattest du ja auch vor, dieses Jahr in den Video Days nach Köln zu fahren, ja, soweit genau. Ich es mitbekommen habe. Wäre bestimmt mega witzig geworden, aber die wurden dann ja leider abgesagt. Aber also auch ich fände es mega nice, wenn wir einfach mal so einen Roadtrip durch Deutschland machen. Aber keine Ahnung, mit David fahren, Tunnel. Aber ich hätte auf jeden Fall mega Lust, weil mit David ist irgendwie immer mega witzig zu fahren. Und wenn man dann mal wirklich so 6 Stunden oder so halt am Fahren ist, wäre es auf jeden Fall nice. Aber ich glaube auch, dass zurzeit, also du hast ja jetzt den Führerschein noch nicht so lange, dass gerade auch so dein Vater da so ein bisschen, wie nennt man das auf Deutsch, zögerlich ist, sich auf so weite Strecken so am Stück zu lassen, oder? Also ich wollte eigentlich auch gerade so nach Berlin dann mit dem Auto gleich schon fahren. Und da war halt dann so mein Dad so 8,5 Stunden, wo ich dann am Stück fahren müsste. Mhm. Und das gleich von Anfang an durchzuziehen, hat er mir so ein bisschen abgeraten. Ist ja auch schlau, zeigt ja auch, dass dein Vater sich um dich sorgt, ne? Genau.
Dann die nächste Frage kommt auch an dich. Hattest du Angst vor der Fahrprüfung und wenn ja, wie hast du sie in den Griff bekommen? Die Angst habe ich in den Griff bekommen, eigentlich nur Augen zu und durch. Klar hat man immer so ein bisschen Prüfungsangst, aber das, keine Ahnung, konnte man dann in dem Moment gut ausblenden. Einfach den Mut zusammennehmen, wie als würdest du vom Fünfer springen, da bist du auch davor, mega aufgeregt. Und dann, wenn du durch bist oder unten denn bist, dann bist du erleichtert, dass du es doch gemacht hast. Es ist nicht so streng, wie man immer denkt. Wie krass freust du dich jetzt, dass du einen Führerschein hast? Das ist ja übel praktisch. Vor allem, es ist so ein Bestandteil, sowieso irgendwann machen sollte, muss. Ja. Weil heutzutage ohne Führerschein, denke ich, ist schon ganz schön anstrengend. Und ja. Die Frage kam übrigens von Nikon D3304. Die nächste Frage kommt von Leona. Wie lange kennt ihr euch schon und was wollt ihr beide unbedingt noch machen im Leben? Da würde ich sagen, fange ich mal mit der Frage an. Also, wir haben heute schon ein bisschen drüber geredet, wie lange wir uns kennen. Meiner Meinung nach schon relativ lang. Also, ja, was heißt relativ lang? Also 2 Jahre oder so. Aber David meint irgendwie so seit einem Jahr oder so. Aber er hatte mal, ich habe so ein Whiteboard in meinem Zimmer hängen und er hatte da mal draufgeschrieben. Und es war jetzt heute vor ziemlich genau einem Jahr. Also irgendwie vor 4 Tagen oder so vor einem Jahr. Also 2 Jahre sollte schon hinkommen. Und was haben wir noch vor? Das finde ich eine ganz interessante Frage. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, aber also wir verstehen uns ja ziemlich gut. Oder du hast mich doch, oder? Ja, eigentlich schon. Mein Dream so ein bisschen wäre, wir wollen beide eigentlich nach Köln und ich mache noch so ein bisschen länger Schule leider, 3 Jahre. Aber also wir haben schon ein paar Mal drüber geredet, dass wir irgendwann mal vielleicht zusammenziehen wollen, oder? Ja, auf jeden Fall. Das also, wäre so ein bisschen der Plan. Zusammenziehen würde ich, glaube ich, mit dir so ab heute, weil, keine Ahnung, ich denke, bei uns ist so eine Harmonie, das klappt. Ja, das ist auch jetzt bei den Videos so, also es ist nicht ohne Grund so, dass ich gerne mit David Videos mache und dass er so oft in den Videos ist, weil es ist halt irgendwie so, man pusht sich da halt gegenseitig so hoch. Du hast statt einen Kopf halt 2, die an einer Idee schrauben können und dann kann man sich da irgendwie viel mehr aufhypen und irgendwie einfach viel produktiver sein, finde ich. Ja. Und die nächste Frage kommt von Greggy oder Greggy. Wirst du auch mal ein Auto kaufen und wenn ja, was für eins? Also der David fährt ja ein Mini. Das hier ist ja wie gesagt nicht sein Auto. Wenn ich mal den Führerschein habe, ich fange ja bald mit dem Führerschein an. Und was würde ich mir für ein Auto kaufen? Also ich meine, wenn wir jetzt mal annehmen würden, ich hätte absolut gar keine Begrenzung an Geld. Wie ihr wahrscheinlich mittlerweile wisst, finde ich halt Tesla übel geil. Von dem her ist natürlich auch die Idee nicht so weit entfernt, dass ich mal einen Tesla haben möchte. Aber die sind natürlich extrem teuer. Auf was für ein Auto sind da wirklich drauf hinausläuft, also das kann ich jetzt noch gar nicht sagen, weil es kommt dann halt drauf an, wie viel Geld ich in dem Moment zur Verfügung habe für ein Auto. Ich muss aber sagen, also ich war schon immer so voll der Mini-Fan eigentlich. David fährt ja auch ein Mini, wie gesagt. Und deswegen wäre es sogar eine Idee, mir ein Mini zu kaufen, halt so ein bisschen älteren, weil die sind dann auch ein bisschen günstiger. Also wenn ich wirklich so gar kein Geldproblem hätte, dann würde ich mir halt irgendwie, keine Ahnung, Tesla Model X, oder? Ist schon drin. Nee, aber also Tesla ist halt so mein absoluter Dreamwagen und sonst vielleicht so als so Anfängerwagen halt einfach Mini oder vielleicht auch ein Smart. Ich will halt eigentlich ein Elektroauto, so weißt du? Ein anderer David fragt, kannst du mal coole Mucke im Auto anmachen? Ich hab die Kamera auf mein Bein gelegt. Du bist voll sweaty. Und die war einfach komplett glitschnass. Mega eklig. Was ich mich echt frage, es war jetzt schon zweimal so, dass ich alleine mit David durch den Zoll gefahren bin. Was ich mich echt frage, wie das sein kann, dass wir noch nie angehalten wurden. Weil ich meine jetzt, David, okay, sieht jetzt meiner Meinung nach nicht so aus, wie wenn, okay, ich kann das nicht ungemein sagen. Aber David sieht halt, der ist halt so ein bisschen kleiner und der sieht halt auch noch jung aus. So. Und dann ist es ja okay, wenn ein Erwachsener daneben sitzt, weil man kann ja begleitetes Fahren machen und so. Aber wenn ich dann daneben sitze und ich sehe noch jünger aus, wie kann das sein, dass es niemanden juckt? Und dann auch noch in so einem Auto wie dem hier. Naja, soll mir recht sein, ne? Marcellentilkon! Du was? Weil das heißt Marcellentilkon. Ach so, nicht Marcellentilkon! Ich dachte, du sagst jetzt irgendwas auf Englisch, so mit Titelikon zusammen. Marcellentilkon! Weil diese Vlogger hier mit ihren 30k raus. Wollt ihr mal meine Fäden sehen? So die Fäden! Richtig geil! Oh Mann, jetzt habe ich so voll keinen Bock mehr, diese Fäden ziehen zu lassen. Weil ich dir das gesagt habe? Ja, Oskar hat mir schon so voll die Horrorszenarien dargestellt. So, ja, und wenn die das dann rausziehen, dann denkst du so, dein ganzer Kiefer reißt raus. Ja, wir wollen aber nicht ganz rein. Willkommen in den großen Hallen von Ikei. Um ehrlich zu sein, ich habe einfach gar keinen Plan, was wir kaufen sollen, aber
Aber ein bisschen Ikea-Bummel vorne machen. Was ich schon richtig lang wollte, waren mal so Nachttische, wo ich dann mir auch so ein Wireless Charging Pad und sowas reinbauen kann. Das sieht hier relativ richtig aus. Endlich, Alter, essen, essen. So, wir haben uns jetzt hier lecker Futter geholt. Es gab zwischendurch noch ein kleines Dilemma, weil ich habe meinen Geldbeutel einfach irgendwie vergessen, keine Ahnung. Aber David war natürlich da, um den Tag zu saven und ich weiß gerade nicht, wo mein Geldbeutel ist. Egal. Was mir auch gerade aufgefallen ist, wenn meine Karte weg ist, dann kann ich ja auch nichts kaufen hier. Scheiße. Okay Leute, wir sind jetzt einmal durch den kompletten Ikea gelaufen, weil ich konnte eh nichts kaufen, um dann nochmal ins Parkhaus zu gehen, um dann nochmal im Auto zu gucken nach meinem Geldbeutel und... Ja, mein Geldbeutel lag tatsächlich im Auto, also Leute, Fehlalarm, mein Geldbeutel ist doch nicht weg, aber wir müssen jetzt nochmal durch den kompletten Ikea laufen und nochmal schauen, was es vielleicht für mich zu kaufen gibt. Ich möchte hier natürlich nicht mit leeren Händen raus. Was? Oh mein Gott. Wir gucken hier gerade so ein bisschen mit dem Hund. Alter, hört mal, was da läuft. Wir müssen dann so laufen. Oh mein Gott, Bibi, you made it. Es kommt einfach fucking Wap-Wap in Ikea in der Schweiz. Leute, wir verfallen hier komplett in Nostalgie, weil wie gesagt, wir haben ja vorhin schon drüber geredet, wir wollen halt irgendwann mal zusammenziehen. Und Alter, ich kann gerade echt nicht mehr warten. So, wenn man hier so durchläuft, wir hocken uns in die Küche, sagen so, yo, Digga, das wird unsere Küche, testen sowas aus. Ah, Leute. Wir sind einfach gerade wie so zwei Keks zu diesem Wireless Charging Pad gegangen und haben beide einfach unser Handy instant draufgelegt. Oscar, du bist schon viel zu alt dafür. Komm jetzt her. Bruder, bin müde. Komm, gib mir mal deine Hand. Das ist... Schreib mal einen Shipping-Name für uns beide in die Kommentare. Oder nee, vielleicht lasst's. Ja. Leute, die haben hier so eine richtig nice Orangenmaschine, wo so frische Orangen reinkommen. Ich will sehen, wie die funktioniert. Jo! Döger! Alter! Ich will sowas zu Hause! Jetzt, wo ich meine Karte wieder habe, kann man sich auch nochmal ein schönes Dessert gönnen. Wenn ihr mal kurz in unsere Tasche guckt, wir haben mittlerweile schon ein bisschen was zusammengekauft und ich gucke gerade noch nach Pflanzen, weil mein Zimmer ist noch nicht so grün und ich möchte da noch ein bisschen mehr Grün rein haben. Leute, wir haben es jetzt auch mal nach, keine Ahnung, wie lange waren wir hier, locker 3-4 Stunden oder so. Haben es jetzt auch mal geschafft, können jetzt hier noch selber bezahlen. Ich habe mir ein paar Pflanzen gekauft, denn ich möchte mir ein neues Regal aufhängen. Okay. Leute, 4 Stunden, glaube ich, waren wir jetzt im Ikea und das war auf jeden Fall mega, mega nice. Ich habe ganz viele super Sachen gekauft und ich dachte eigentlich erst, ich kaufe gar nichts. Ich versuche die ganzen Sachen nämlich dann jetzt noch im Vlog gleich aufzubauen. Alter, oh mein Gott. Ich dachte, wir hören so Polizeifunk. Deswegen fährt der liebe David mich jetzt erstmal wieder nach Hause und dann sehen wir uns wieder. Das ist meine Ausbeute vom Ikea. Ich habe 3 Mini-Kakteen, so eine Lampe hier. Da gibt es vielleicht noch ein kleines Projekt zu. Dann einmal so eine Wasserflasche, die auch zu diesem Tablett hier passt. Das Tablett möchte ich irgendwie so hier irgendwo hinstellen und da ist dann immer mein Wasser. Dann noch so eine Vitrine, die eigentlich auf dieses Teil hier stehen sollte, aber leider um einen halben Zentimeter oder so nicht passt. Muss ich mal schauen, was ich damit mache. Aber dann habe ich hier noch eben dieses kleine Regal hier. Das möchte ich so vielleicht hier oder sowas hinmachen. Da steht dann so eine kleine Pflanze hier drauf. Finde ich, sieht super, super cool aus. Und... diese Sanduhr, die finde ich auch mega geil, weil das ist nicht einfach Sand oder so, sondern das sind so richtige Kugeln und ich finde, es sieht so sexy aus. Und dann habe ich mir hier noch so eine Succulent-Pflanze gekauft. Dazu immer noch so einen goldenen Topf. Genau, das war meine Ausbeute. Heute packe ich das Ganze leider nicht mehr aus. Ah genau, was ich noch sagen wollte, abonniert meinen Kanal. Tschüss!